Natur ist unheimlich, die ist perfekt. Der Herrgott hat den Mensch hier in die Welt getan. Und der Mensch hat diese Pflege und Leben da drin. Aber es wird nur gestritten und gekämpft und Krieg. Und das ist eine sehr traurige Sache. Finde ich traurig. Ja, als Bergführer ist man da, dass man die Leute auf die Berge oder durch die Berge führt. Und das ist wichtig, dass sie das Vertrauen haben zum Bergführer und zum Seil. Der Obergletscher, schneefreie Gletscher, das ist im Prinzip kein gefährlicher Gletscher. Weil da sieht man jedes Loch. Die Gefahr kommt erst, wenn man auf den Gletscher geht, wo der Schnee drauf ist. Und wenn jemand den Gletscher nicht lesen kann, der spricht ja immer der Gletscher. Und dann muss man hören, was er sagt. Und der geht das nicht schlecht. Aber wenn der Gletscher noch voll im Saft war, 1900, wenn ich da rausgegangen bin, als junger Boy, ist der Gletscher, wo die Montrose-Hütte ist, ein bisschen drunter reingekommen, die Morena, in so einem Halbmond. Und ungefähr 30 Meter unter der Morena war er. Und flach oben kam bis hier, wo man zuhinterst den Weg sieht, verschwindet. Es ist eigentlich traurig, wie die armen Gletscher richtig dahin siechen. Und wenn das noch 30, 40 Jahre so weitergeht, sehe ich das schwarz, weil die ganzen Gletscher speichern ja Grundwasser und Trinkwasser. Und die haben viele Orte, wo nicht die riesen Gletscher haben. Die haben riesen Wasserprobleme. Die Leute sich den Weg immer unterschätzen. Weil der Weg ist jetzt auf das Mal durch die 200-300 Meter Abschmelzung vom Gletscher eben oben in Montrose-Hütte saumässig länger gekommen. Ich habe die alten Hütten noch erlebt. Und die neuen Hütten hier, die sind halt super und die werden angepasst. Die können schon von der Tür zurück und duschen und gemütlich. Es ist nicht mehr das alte Hüttenleben, aber es ist toll, wirklich. Die Berge sind für alle da. Das ist das Einzige, was zum grossen Glück, wo noch nicht gesperrt ist, wo noch nicht eine Diktatur ist. Aber wichtig ist, dass die halt vorher ein bisschen trainieren und lernen, Stiege zu laufen. Oder wenn sie dem nicht getrauen, sollen sie Bergführer nehmen. Für Bergführer zu machen, muss jemand ein Idealist sein. Und Materialismus, ich lerne ein bisschen zurückstellen. Aber das bringt die Natur wieder nicht rede. Wenn andere morgen unten aufstehen und wir zur Arbeit gehen, sind wir meistens auf 4000 Meter. Und das ist eine tolle Sache.